Hallihallo, ihr lieben Getreisende, herzliches Willkommen hier bei LS22 Neighbors. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass du jetzt wieder eingeschaltet hast. Ja, ich bin der Obstmann Fred und mit bei mir im Channel ist die Frau Kohl natürlich, der Nikolas, der Stefan Ernsberger und der Thomas Ernsberger. So sieht's aus, mein Lieber. Moin. So, wir sind jetzt gerade noch hier drüber, die letzten paar Steine noch abzulesen. Ich muss mal gucken, auf den anderen Feldern könnte auch noch ein bisschen was drauf sein. Keine Ahnung. Wie bist du hier schon fertig, Stefan? Nee. Achso. Ich fahre gerade mit dem GPS-Bus. Achso. Kann ich mit der Züngemaschine runterkommen oder noch nicht? Noch nicht. Nee, noch nicht. Okay. Was hast du jetzt zu tun, Kuli? Ist heute überhaupt noch was oder eher nicht? Na, ich denke schon. Doch, doch, wir sind eigentlich gleich fertig. Ja, dann bin ich schon da. Ja, aber viele Bahnen sind es nicht mehr, hä? Stefan? Nö. Es reicht, wenn einer noch mal runterfährt. Meinst du? Ja. Also dann machen wir unten. Also laut meinem GPS-Terminal ist es bloß mal eine Bahn da drunter. Na gut, ich fahr jetzt nicht mal GPS. Vorsicht. Gut, dann kannst du abladen fahren. Ich will mal unten noch schnell Foto machen. Also. Du immer mit deinen Fotos zu machen. Oh, Kuli, cool, musst du machen. Social Media. Denkst du, musst du machen. Ah, in meinem Alter nicht mehr. Ah, in meinem Alter nicht zu tun. Fotos müssen gemacht werden für die Nachwelt hier für Witzdorf. So, warte mal bitte. Kann jetzt nicht mitten auf der Straße stehen bleiben. Nee, du doch nicht. Ach so. Wieso tauchst du da überall reinhängen oder was? Seebeute. Ja. So, warte. So, gut. Perfekt. Gut. Fertig. Fährst du dann wieder zum Hof? Ja, ich lass bloß ab und dann perfekt. Ja, die Frage ist, wir müssen bestimmt irgendwann noch einmal hier Dings sammeln. Ja. Auf den anderen Feldern, wa? Ich weiß nicht, wie sieht denn der 51 aus? 51 ist auch voll. Ja, er muss nicht mal zum Hof fahren, damit ich dann mit dem LKW noch Saatgut herfahren kann. Darum geht's. Ja, ne, alles gut. Das können wir auch später noch machen. Obwohl, ne, wir müssten eigentlich heute gleich alles. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, Walzen müssen wir auch noch. Ja, ich weiß. Ja, aber Jungs, lasst euch mal ernst besorgt sein. Denkt ja nicht, dass ich hier die Einzige bin, die hier irgendwelche Güter ausbringt. Hä? Ich bin die Einzige, die jetzt hier Geld neu investiert. Nee, also Saatgut kauft sich nicht von alleine, ne? Achso, ja, stimmt, das ist ja anders. Und Kalk kauft sich auch nicht von alleine. Ich hab gar nicht gesagt. Kalk, wie gesagt, hättest du ja bei mir rausnehmen können, ne? Ja, ging schon noch. Aber mein Dünger hab ich ja jetzt auch drin. Gut. Du kannst jetzt hier düngen, Kohli. Das schmale hier vorne. Ja, wo ich gerade drauf war. Na, das, was ich geteilt habe. Genau.
Und da müssen wir mal gucken, warte mal, ich glaube. Da müssen wir ja den Rotz einmal stricheln. Thomas, wie weit bist denn du? Ach, du wartest auf Saatgut, wa? Ich hole jetzt Saatgut. Achso. Wie wird's denn mit dem Striegeln? Was denken ihr? Warten wir bis der erste. Die ersten Spitzen gucken oder wollen wir gleich drüber wegfahren? Es wäre vielleicht besser, wenn wir erstmal warten, bis die ersten Spitzen gucken. Ja, würde ich machen. Ja. Aber habt ihr Striegel? Ich habe einen Striegel, ja. Gut. Hallo? Ich hab sogar eine Hacke. Manne. Bob. Ja. Also bis jetzt ist der Kubota, der zeigt sich hier eigentlich recht gut. Okay. Also ist nicht schlecht. Mal. Glaube ich. Sonst musst du dir auch mal einen Führer mieten oder so, also Dinge. Ja, du wolltest doch jetzt schon länger mal was Neues mal holen, oder? Ich? Nee. Ja, also Manne. Manne, mal eine andere Farbe. Ja. Ja, aber kein Kubota, die sind mal zu leistungsschwach. Ja, stimmt, da gibt's. Ah, nee, du wolltest ja McCormick, wolltest du mal ausprobieren, glaube ich, ne? Ah, ich weiß aber nicht, ob ich McCormick mehr hole. McCormick, der X7 bzw. X8. McCormick ist groß. Da gibt es gar noch so einen größeren schon. Na, ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht sogar mal MF nehmen oder so. Ja, MF kann ich empfehlen. Oder vielleicht mal ein Deutz oder nein. Wie. Doch, kann ich auch. Dann sind wir keine Freunde mehr. Ja, hey, dann ist es doch, hat es doch nur Vorteile. Oder hier in JCB, JCB. Das kann ja. Aber ich weiß aber nicht, ob du da richtig Vorteile drin hättest. Das Ding hast du eher Vorteile, wenn du Transporte machst. Ja, ich weiß schon. Wir wollten uns ja mal einen holen, aber wir haben ja jetzt LKW. Ja. Ja, ich muss mal sehen. Oder Rutscher schöner Fendt ist natürlich auch was Gutes. Ah, Fendt. So ein 900er Fendt ist geil. Aber ja, die genau. Haben halt nicht so das beste Preis-Leistungs-Feld. Nee. Naja, die sind im Vergleich zu den anderen teuer. Ich mag ja eigentlich John Deere sehr gerne. Sind auch gut. Ich finde die neuen aber hässlich. Nö. Doch. Wie mit der langen Schnauze? So, der 6R geht ja noch, ne? Aber wenn du dann so ab, sag ich mal, 7R, da wird's hässlich. Ja, okay. Ja. Somit am allerhässlichsten finde ich jetzt den 8R. Ja gut, der ist halt lang, ne? Na, aber auch von der Front, die sieht so, weiß nicht, so ein trauriges Gesicht, sag ich mal, aus. Generell, weißt du, was mir bei John Deere generell nicht gefällt? Mhm. Vorne die Motorhaube so breit und zur Kabine hin wird die so schmal, weißt du? Und das ist auch was mir nicht gefällt. Ja gut, aber das habe ich auch beim New Holland auch. Ja, das haben alle, das hat er auch. Das haben nicht alle. Ja gut, dann musst du die alten Fendt nehmen. Das ist ja wie ein Kasten. Ja. Ja, aber so ein 900er Fendt. Die haben das auch. Mit maximal 415 PS. Nee, die haben aber eine dickere Haube zur Kabine hin. Ja, ich muss mal gucken. Ich weiß auch noch nicht so genau. Ja, du kannst dich ja mal beraten lassen vom Händler oder so. Ja. Oder mal auf eine Messe gehen oder so. Das ja, mach ich auch manchmal. Gut. Der New Holland, die New Hollands, die ich ja habe, ich meine, die sind ja eigentlich nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen mit denen gemacht. Ja. Das ist ja dieselbe Technik wie meiner. Ja. Der Anhänger mit die Steine steht noch unten, ne? Stefan? Ja? Kommst du mal mit irgendwas, mit einer Schaufel mal? Jo. Wo steht denn jetzt der Radlader? In der grünen Lanterne. Er sagt mal, nein, der ist nicht da. Der Steineanhänger, der steht unten noch, ne? Dann steht der Radlader wie auch irgendwo anders.
Also mein Anhänger steht noch hier unten. Dann vorstehen jetzt gleich mal hoch. Ja, ich bin fertig mit Düngen. Noch was Düngen? Musst du mal gucken, das wäsche jetzt nicht gleich aus dem Kopf. Ich kann gerade nicht, ich kann gerade schwierig aufs Tablet gucken. Der steht noch beim Ben. Dann komm gerade mit deinem Waldhaar wieder und. Hey, nimm mal Schaufeln mit. Ja, bitte, weil ich bekomme das hier aus dem LKW nicht einfach so in die Seemaschine. Ich komme jetzt runtergefahren und hol den Steinanhänger. Wo soll ich nicht das? Ach, ich weiß wo, dort hinten in der Ecke, ne? Müsste ich das euch kippen, oder? Ja. Der Innen-50 wären noch, aber machen wir die schon oder brauchen wir die noch nicht? Na, die kannst du schon mitdüngen. Es muss doch auch gepflügt werden. Ja, natürlich. Ja, sag nochmal, ich hab gerade was gelesen. Muss doch auch gepflügt werden. Die 51? Ja. Nee. Ja, dann kannst du drüber denken, nicht wahr? Wenn die hier Zuckerrüben drauf machen wollen. Das machen wir aber heute nicht mit. Stefan! Moin! Ja. Ich bräuchte ganz dringend ein Angebot für 2x8500 Liter Mischration. Wie viel waren nochmal 2x8500? Jetzt sagst du jedes Mal. 37.000. Korrekt. Bitte schön, Thomas. Das bräuchte ich ganz schnell. Guck mal, dass da jetzt erst wieder reinmacht. Mann! Ja! Oder ich informativ. Ja. Was mit den Zuckerrüben stornieren wir einmal. So, okay. So. Das Problem ist, dass der Monat, der Ansehmonat schon vorbei ist. Ja, deswegen mache ich ja. Ja, alles gut. Das habe ich zu spät gesehen. Ja, alles gut. Da müssen wir vielleicht mal gucken. So, und ich passe dann in die Seemaschine. Weiß ich nicht, ob vielleicht für irgendjemand, für irgendeine Produktion oder so, weißt du? Bei uns werden Zuckerrüben für die Produktion baut. Ja, wir brauchen. Nee, ich meine hier unten dann die Felder ansehen. Ja, aber Zuckerrüben funktioniert ja nicht. Ja, ist jetzt so. Geht vorbei. Ja nicht mehr. Ah, wenn es gehen würde. Stefan, lässt man da stehen. Ne? Ja, du nimm bloß ich mal. Ich hab wieder viel zu viel mitgekommen. Na, Ben? Die Frage wäre ja wirklich, ob man für den Landhandel hier unten was anbaut, dass denen ihre Produktionen laufen. Schweinefutterzeug oder irgendwie so, weißt du, wie ich meine? Ja. Kuhfutter oder was auch immer. Müssen sie halt sagen, was ist es besser, wie das Land einfach brach zu lassen. Ja, das denke ich eben auch. Dann wäre es ja eigentlich fast sinnvoll, dass man den Landhandeljungs da mal ein bisschen was zuschustert, dass die uns immer gut versorgen können, weißt du? Müsstet ihr halt euch mal Gedanken machen, was ihr braucht für eure Produktionen, ne? Machen wir. Was kommt der hier so gerannt? Ich hole jetzt unseren Radlader beim Biohof. Stefan, ich hätte dich jetzt fast über den Haufen gefahren. Aber nur fast. Ja, also wie gesagt, wenn ihr damit hier einverstanden seid, ne, wäre jetzt so meine Idee gewesen. Also weil immer das. Vom naja, also wenn es so ein Brach liegt. Ja, genau, also. Genau, ob es Brach liegt, wäre es ja nur besser, es würde genutzt werden, das Land. Ja.
So, und ich bin mit meinen Feldern eigentlich ziemlich... Ja, ich brauche jetzt nicht mehr. Und wenn ich mal ein bisschen was Futtertechnisches brauche, gehe ich ja zum Landhandel. Ja, ich kann schon noch ein bisschen gebrauchen. Ich konnte es mir bisher gar nicht leisten. Aber naja, gucken wir mal. Was brauchst du? Ja, wir haben schon was gebachtet. Ja, wie immer das gleiche Raps. Aber ich kann ja nicht immer Raps anbauen auf die Felder. Ja, können wir für sie was machen. Ja, ich wollte gerade sagen, du machst da für dich zwei Felder Raps unten. Was? Wir haben ja jetzt schon immer gehandelt, sag ich. Ja. Ja, das passt schon. Kriegen wir schon alles irgendwie hin. Aber dass die Produktionen hier laufen, wovon alle was haben, finde ich eher wichtiger. Ja, denke ich eben auch. So, ich bin fertig mit den. Okay. Was denn nun? Ich glaube, dann sind wir dort unten. Dann sind wir dort unten erst einmal so weit fertig. Wenn du willst, hast du noch Zeit? Willst du noch was machen oder nicht? Ich kann noch was machen, ja. Naja, bei mir wäre noch was anzusehen. Die C-Maschine ist auch schon komplett vorbereitet, steht auch schon eigentlich im Hof zum Ankuppeln bereit. Weiß nicht, ob du das machen willst. Wo ist denn mein Anhänger jetzt eigentlich? Da sitzt es gleich wieder bei dir. Ach so. Okay. Ich kippe jetzt bloß die Steine hinein und dann geht's los. Anne? Ja? Ich glaube, die Weinlese wird dieses Jahr sehr gut. Oh, das ist natürlich. Das hören meine Ohren sehr gerne. Ja, ich war vorhin da und sehen prächtig aus. Das ist fein. Da komm ich nächste Mal. Du musst mich noch mal ein bisschen dran erinnern. Ich würde mir sogar direkt mal angucken unten. Ja. Beim nächsten Mal. Du hast auch nicht unseren Hofumbau bisher gesehen, oder? Nee, das kann sein. Da müssen wir beim nächsten Mal dran denken, komm ich mal mit runter. Das guckst du mal an. Ja, machen wir. Sind denn deine Kompagnons eigentlich auch wieder da, oder? Ja, die sind nicht. Also nur. Der Herbert hatte jetzt 2 Wochen Urlaub und. Ja, Richard hat nur die Woche. Ach so. Ja. Ja, das können wir schon mal mitmachen. Da komme ich mal runtergefahren, weil ich bin dann sowieso ziemlich durch, erstmal mit meinen Feldern. Und ja. Das würde mich schon mal interessieren. Kuli, wo soll ich denn da den Anhänger hinstellen? Unter das Dach? Ja, neben Palettenanhänger. Ja. In die gleiche Richtung? Ja. Mit der Deichsel? Ja. Also hinten rumfahren. Ja, ja. Man muss jeden Morgen früh auf der Toilette hinten rumfahren. Mara. Ich kann das alles nicht mehr. Ja. So. Ja. Schön. Ja, ne? Ja, denke ich mir jeden Früh. Sehr schön. Wenn es noch so läuft. Oh, weia. Ach, nee, meine Lieben, so ist es. Na gut, wir sind aber wieder durch für heute. Lasst gerne mal ein Däumchen da. Und, naja, zum Schluss war es ein Scheiß-Thema, so ist es nun mal. Gut, also meine Lieben, bis dahin, macht's mir gut, lasst ein Däumchen da, wie gesagt, macht die Kommentare voll und nehmt euch gerne mal noch ein Abo mit, liegen kostenlos unten aus. Bis dahin, tschüss und ciao! Tschüss! Tschüss!